Schön, dass du da bist. Diese wohltuende Yin-Yoga-Einheit unterstützt dich dabei, deinen gesamten Schulter- und Rückenbereich zu öffnen und ganz sanft Verspannung zu lösen. Die Übungen öffnen deinen Herzraum und verschaffen dir Leichtigkeit und tiefe Entspannung. Als Hilfsmittel für diese Einheit eignen sich ein Yoga-Block oder ein dickes Buch oder ein Kissen. Mach's dir gemütlich und lass uns beginnen. Komm in den Schneidersitz oder eine andere bequeme Sitzposition deiner Wahl. Richte deine Wirbelsäule gut auf. Zieh mit der Einatmung deine Schultern nach oben. Und lass sie mit der Ausatmung nach unten sinken. Bring dann beide Hände übereinander auf dein Herz. Schenk dir zu Anfang dieser Praxis einige Momente, um in dich hineinzuspüren. Gibt es etwas, das du loslassen möchtest? Oder vielleicht etwas, dem du mehr Raum schenken möchtest in deinem Leben? Spür hinein. Was wünscht sich dein Herz? Wir beginnen mit einer wohltuenden Nacken- und Schulterdehnung. Bring dafür dein linkes Ohr in Richtung linke Schulter. Dein rechter Arm ist aktiv, die Fingerspitzen berühren die Matte. Wenn du die Dehnung noch ein bisschen mehr verstärken möchtest, dann greif mit deiner linken Hand über deinen Kopf, deine rechte Schläfe. Und geh hier und bei allen Übungen nur so weit, wie es sich für dich gut anfühlt. Schick deinen Atem in genau die Bereiche, die sich fest und verspannt anfühlen. Im Yin-Yoga halten wir die Position zwischen 2 und 3 Minuten. Ich begleite dich in die jeweilige Position und überlasse dich dann dir selbst, damit du voll und ganz in deine Gefühlswelt und in die Stille eintauchen kannst. Schick ganz tiefe, bewusste Atemzüge in deine rechte Seite. Atme ein und ausatmen. Lass alles los, was gehen darf. Löse ganz behutsam deine linke Hand und bring sie an deine linke Schläfe. Bring den Kopf so behutsam in die Ausgangsposition zurück. Stell beide Hände auf der Matte auf, richte dich nochmal gerade aus. Und dann lass dein rechtes Ohr in Richtung rechte Schulter sinken. Die Fingerspitzen der linken Hand berühren die Matte, der linke Arm ist aktiv und deine linke Schulter zieht in Richtung Boden. Wenn du magst, kannst du auch hier gern die Dehnung verstärken.
Ganz wichtig, dass du hier nicht irgendwie am Kopf ziehst oder zerrst, sondern ganz liebevoll und wohlwollend mit dir und deinem Körper umgehst. Mach dich bereit, die Position aufzulösen. Bring deine rechte Hand an deine rechte Schläfe. Ganz vorsichtig bring den Kopf wieder zur Mitte. Komm nun mit so wenigen und achtsamen Bewegungen wie möglich in die Vierfüßlerposition. Bring von hier aus mit der Einatmung deinen rechten Arm lang nach oben. Ausatmen, unter deiner linken Schulter durchfädeln, sodass die Handinnenfläche nach oben zeigt. Dein Kopf leg auf der Matte ab und wenn du magst, leg dir hier gern ein Kissen oder einen Block unter. Streck den linken Arm entweder lang nach vorne aus oder bring ihn über deinen Rücken an deine linke Hüfte. Du kannst dir gerne ein Stückchen von deinem T-Shirt oder von deiner Hose greifen. Auch hier geh nur so weit, wie es sich für dich gut und stimmig anfühlt. Entspann deine Stirn und deinen Kiefer. Beobachte, an welchen Stellen du noch festhältst. Wenn du deine Position gefunden hast, dann finde Stille und öffne dich ganz der Erfahrung. Atme tief ein durch die Nase und lang durch den Mund wieder aus. Lass alles los, was sich jetzt gezeigt hat. Wenn du soweit bist, dann bring deine linke Hand neben dein Gesicht auf die Matte. Drück dich ganz sanft ab und heb den rechten Arm nochmal lang nach oben. Und für die Ausgleichsposition komm in ein weites Kind, bring die Kniematten breit, die großen Zehen berühren sich. Streck die Arme lang nach vorne aus und bring die Stirn auf die Matte. Lass dein Oberkörper ganz schwer werden und
deine Schultern entspannen. Atme ein und mit der Ausatmung komm nach oben in die Vierfüßlerposition. Heb mit der Einatmung deinen linken Arm lang nach oben. Ausatmen, unter deiner rechten Schulter durchfädeln. Leg dir hier gerne wieder deinen Block oder dein Kissen unter den Kopf. Und wähl die Variante für deinen rechten Arm, die sich gut anfühlt. Finde Stille in dieser Position und nimm ganz liebevoll an, was sich dir hier zeigt. Komm behutsam zurück, bring deine rechte Hand neben dein Gesicht auf die Matte, drück dich nach oben. Und öffne dich hier noch einmal über die linke Seite. Komm von hier aus in die Haltung des Kindes. Leg die Stirn am Boden ab, bring die Arme seitlich neben den Körper, lass die Handinnenflächen nach oben zeigen, lass deinen Oberkörper ganz schwer in Richtung Boden sinken. Nimm wahr, wie sich deine Schultern jetzt anfühlen. Lass alle Anspannung los. Atme ein, heb den Kopf. Ausatmen, komm nach oben und von hier aus für die Sphinx in Bauchlage. Streck deine Beine lang nach hinten aus. Deine Unterarme liegen parallel zueinander auf der Matte, die Finger sind aufgefächert. Ellenbogen und Schultern sind in einer Linie. Achte darauf, hier nicht so einzusacken, sondern
drück dich durch die Kraft deiner Unterarme nach oben. Wenn es angenehmer ist für den unteren Rücken, dann bring deine Ellenbogen ein Stückchen nach vorne. Probier dich hier erstmal aus, was sich gut anfühlt. Nimm dir Zeit. Achte nochmal drauf, den Kopf nicht in den Nacken zu werfen, dass ihn entweder in Verlängerung der Wirbelsäule, oder wenn du magst, kannst du ihn auch ganz schwer hängen lassen. Dein Po ist nicht angespannt. Löst dich von der Vorstellung, wie die Position auszusehen hat. Und finde deine Variante dadurch, dass du spürst, was sich gut anfühlt für dich. Löse hier ganz behutsam auf. Bring die Ellenbogen an die Seite, die Hände übereinander. Kann so ein kleines Kissen bilden mit den Händen und dann leg den Kopf zu einer Seite ab. Und spür, wie sich dein unterer Rücken jetzt anfühlt. Was hat sich verändert? Für die nächste Position liegt dir gern schon mal dein Block oder dein Kissen bereit. Streck den linken Arm seitlich raus, sodass die Handinnenfläche zum Boden zeigt und dann roll dich hier ganz, ganz vorsichtig über deine linke Seite. Dein linkes Bein ist lang ausgestreckt. Der rechte Fuß steht vor oder, wenn du das ein bisschen intensiver möchtest, hinter deinem linken Bein, um so die Dehnung in der rechten Schulter zu verstärken. Bring gerne deinen Block oder dein Kissen unter deinen Kopf und denk dran, dass du jederzeit Intensität rausnehmen kannst, wenn du während der Übung merkst, das ist irgendwie unangenehm, sollte auf keinen Fall schmerzhaft sein. Geh liebevoll mit dir um. Wenn du spürst, dass du noch irgendwo festhältst, lass mit der Ausatmung alle unnötigen Anspannungen gehen. Und tauche ein in die Stille, ohne zu werten, ohne zu beurteilen. Nimm wahr.
Atme ganz tief ein. Ausatmen, roll dich behutsam zurück in Bauchlage. Bring deine Hände wieder übereinander, mach so ein kleines Kissen. Und dann leg deinen Kopf zur anderen Seite ab. Lass die Energie in deinen Schultern fließen und spür, was sich verändert hat. Welche Last ist von deinen Schultern gewichen? Heb den Kopf und für die Position auf der anderen Seite bring deinen rechten Arm seitlich raus im rechten Winkel zum Oberkörper. Die Handinnenfläche liegt am Boden. Und dann roll dich auch hier behutsam über deine rechte Schulter. Probier aus, was sich gut anfühlt, ob du deinen linken Fuß auf der Matte oder hinter deinem ausgestreckten rechten Bein aufstellen möchtest. Wenn du möchtest, dann polster den Kopf. Finde auch hier Stille. Beobachte, wie dein Geist auf diese ungewohnte Stille reagiert. Wir sind es gewohnt, uns abzulenken, unsere Emotionen zu überdecken, um nicht zu fühlen, was sich zeigen möchte. Was einfach nur da sein und liebevoll in den Arm genommen werden möchte. Was trägst du auf deinen Schultern, was nicht mehr deins ist, was nicht mehr zu dir gehört? Erlaub dir, auf allen Ebenen loszulassen. Finde ganz achtsam in Bauchlage, um nachzuspüren. Bring deine Arme seitlich neben den Körper, sodass deine Handinnenflächen nach oben zeigen. Nimm wahr, wie sich der Bereich zwischen deinen Schulterblättern jetzt anfühlt.
Atme in dein Herzraum. Spür deinen Herzschlag auf der Matte. Spür dein Herz, wie es schlägt, in jeder Sekunde, nur für dich. Und dann setz deine Hände unter deinen Schultern auf der Matte auf und drück dich behutsam nach oben. Schnapp dir deinen Block oder dein dickes Buch. Mach dich bereit für unsere letzte Übung. Und leg dir dein Hilfsmittel längs auf die Matte, sodass die kurze Seite ungefähr an der Mitte deines Rückens ist. Lass deinen Kopf nach hinten auf die Matte sinken und dann richte dich hier ein, bring entweder deine Arme seitlich raus, lass deine Füße aufgestellt oder streck die Beine lang aus. Probier, was sich gut anfühlt, vielleicht möchtest du auch in den liegenden Schmetterling kommen. Dafür die Fußsohlen aneinander bringen, die Knie nach außen fallen lassen. Was fühlt sich jetzt als Abschluss für dich gut an? Gib dir hier ausreichend Zeit, um deine Position zu finden. Vielleicht fühlt es sich erstmal ungewohnt, vielleicht sogar unangenehm an, die komplette Körpervorderseite, unsere Yin, unsere weibliche Seite zu öffnen, dich ganz verletzlich, aber auch empfänglich zu zeigen. Was spürst du? Wie fühlt sich diese Offenheit in deinem Körper an? Was möchtest du empfangen? Wofür möchtest du dich öffnen? Mit so behutsamen Bewegungen wie möglich. Komm nach oben, bring deine Knie zusammen, komm behutsam auf die Unterarme und in deinem Tempo in einen bequemen Sitz deiner Wahl. Gib dir Zeit. Bring zum Abschluss noch einmal beide Hände auf dein Herz. Schick ganz tiefe, ganz liebevolle Atemzüge
in dein Herz. Alles, was du brauchst, ist in dir, ist in deinem Herzen. Atme tief ein, bring die Arme kraftvoll über die Seite nach oben. Ausatmen, die Hände vors Herz. Vielen Dank für dein Vertrauen. Namaste.